Und damit herzlich willkommen zu Fallout Shelter. Warum habe ich hier Alarm? Hä, wieso werde ich angegriffen? Das habe ich nicht so ausgemacht. Das ist ja schön. Und deshalb hasse ich die Skorpione. Und der ist gestorben. Der hier auch. Ach, ich hasse diese Viecher. Hä, sind die jetzt noch mehr gestorben? Wieso sind die jetzt alle tot? Was soll denn der Scheiß? Die hatten eigentlich noch Leben. Ich habe mehrere Leute geheilt, wenn ich mich recht entsinne. Ich hasse Skorpione, aber warum? Wo kommt der her? Ist ja ein guter Start. Sorry, dass die Folge heute ein bisschen verspätet kommt. Und wo lagen die denn jetzt? Ach, hier im Kraftcenter. Das stört ihn gar nicht. Wiederbeleben, die kosten nicht viel. Sind noch Level 1 anscheinend. Ah ja. Ja, von mir aus. So, das wird die vorletzte Aufnahme von dem Spiel. Oh, ein Vaser-Gewehr. Das ist ja schön. Ich werde noch eine oder zwei Aufgaben machen und dann war es das. Ah, davon haben wir auch schon, fingen wir auch mittlerweile Duplikate, das ist aber schön. Ich werde dann vielleicht noch ein paar Sachen hier zeigen, diese speziellen Sachen, aber ansonsten war es das aus meiner Sicht eigentlich mit dem Spiel. Ich werde noch ein paar Missionen zeigen, mal sehen, was wir mit der Nuka-Cola Quantum noch alles machen können. Wo war denn eigentlich? Ist das nicht schon längst fertig? Die produziert nicht mehr, nö. Okay, dann machen wir doch als nächstes die Railroad-Baracke. Damit wir die auch wirklich kriegen. Wo ist denn jetzt die? Hier, macht euch mal nützlich. Dann geht's vielleicht schneller. Ich meine, ich brauche ja sonst eh nichts. Ich habe ja eigentlich alles, glaube ich. Hoffe ich. Alle Gebäude haben wir ja schon gebaut. Dann können wir jetzt auch mal darauf machen, dass wir die Sachen noch fertig kriegen soweit. Viel Enthusiasmus, das gefällt mir. Dann schicke ich gleich die Leute auf Arbeit. Auf Mission. Als Seidenflasche und Corki kommen. Also ich werde das wahrscheinlich, also wie gesagt, ich werde noch ein paar Aufnahmen machen und dann ist das eigentlich gegessen, das Spiel. Habe ich denn noch irgendwas auf einer Questliste? Ich habe übrigens offscreen jetzt gar nichts gemacht. Immer wenn ich das die Aufseher-Kommandozentrale anklicke. Gobbler, nein, danke. Okay, wir haben anscheinend gerade. Ach, sind die Baracken jetzt auch speziell gemacht? Tatsächlich mit Füllhorn! Mensch! Ich wusste gar nicht, dass er was Besonderes gemacht hat. Hier auch! Thanksgiving, Leute! Mensch! Schöne Sache. Müsste Thanksgiving sein, oder? Thanksgiving, ja. Ja, ja, ja. Das freut mich echt. Ich würde sagen, die Mission machen wir einfach mal. Ja, dürfte ich jetzt mal? Danke. Stufe. Lions, Harper und West. Machen wir die einfach mal. Die anderen Quests haben wir ja so nicht geschafft. Leider. Aus mir unerfindlichen Gründen. Halt, halt, halt. Eine könnte ich noch einen Auftrag geben. Ja, die Spielshow Feuerprobe mache ich eigentlich ganz gerne, aber jetzt gerade nicht. Wo waren wir denn? Wir hatten nicht so eine ewig lange Mission. 15 Stunden. Hier. Wer ist noch in der Kaffeepause? Die Pinsel machen das jetzt.
denn hier noch irgendwas offen? Ah ja. Das gefährliche Spiel. Töte den Raider-Anführer. Oh ja, denen geht's gut. Beste Voraussetzung. Warte mal, ihr habt doch Waffen, oder? Oh ja, gut, ich war gerade schon sagen, nicht, dass die jetzt unbewaffnet herkommen. Also das Spiel hat nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir können noch ein paar Missionen machen. Ich kann die Sachen noch ausbauen, aber das würde ewig lang in Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, also die ganzen Skins würde ich gerne noch zeigen. Und also nicht die ganzen Skins, ich kann auch die Leute noch zu coolen machen und sowas. Aber probiert's auch einfach mal selber aus. Ich glaube, da kommt ihr besser vorwärts. Ich habe auch in letzter Zeit echt keine Zeit mehr, das richtig zu spielen. Na toll, jetzt ruft ihr auch noch Hilfe. Wen hat die gerade angegriffen? Röste die. Röste die Katze. So, die Brutmutter hat ein bisschen was dabei. Das ist schön. Das sind meine Lieblings... Hey, ich kann nicht klauen. Ach so, die war nicht da. Das sind tatsächlich meine Lieblingsräume, die leer sind. Kein Kampf, keine Probleme, nur Loot. Hat die, war die nicht gerade aufgestiegen? Wie viel Schaden hat die gerade gekriegt? Oder war die das? Ne, die war das. Mein Fehler. Wow. Den hast du es echt gezeigt. Falls für die Leute, die es nicht wissen, im Grunde ist ein Flammenwerfer wie eine Pistole eine Nahkampfwaffe. Also die sind eher dafür gedacht, auf kurzere Distanz zu arbeiten. So 100 Meter Flammenwerfer gibt es meines Erachtens noch nicht. Und eigentlich macht das auch ist das eigentlich auch gemacht, um hier Flächenschaden zu machen. Also ihr müsst eigentlich beide rösten. Inklusive ihr. So, ich darf nicht vergessen, dass die Raider ja... Jetzt habe ich echt gerade kurz vergessen, dass die alle was geben. Ich weiß noch nicht, ob ich, wenn das hier vorbei ist, einfach ein neues LP starte oder ein anderes dann ein bisschen mehr mache. Wahrscheinlich werde ich irgendein anderes LP ein bisschen mehr machen, schätze ich mal. Einfach nur aus dem Grund, dass wir da mal vorwärts kommen. Denn ich bin jetzt die Tage auch mal ein bisschen durcheinander gekommen mit den ganzen LPs. Ja. Da ist, glaube ich, auch mal eine Folge ausgefallen oder zwei. Was auch immer das gerade ist, ein Panzerweste oder so ähnlich. Gefechtsrüstung heißt die, glaube ich. Ja, jedenfalls ist es... Das kann man so machen auf kurze Zeit, aber auf Dauer ist das echt ein bisschen nervig mit den vier Spielen. Gleichzeitig ist schön, aber nicht, wenn du vier Spiele tatsächlich nachmachen musst. Was? Wieso lebt? Okay. Es war mal kurz echt schön, aber auf Dauer ist das schon echt anstrengend. Aber ich muss dann schon aufpassen. Wie sind die Waldbewohner, die ich alles jagen? Wie? Tja, ich bin keine Trophäe. Ich werde deinen Kopf an meine Wand hängen. Und was? Du jagst doch dann auch alles. Na, schade, für die hat man einen guten Ah, okay, hat auch so gereicht. Das war gar nicht schlecht. Gut, dass wir uns hier aufgehoben haben. Knallt ihn ab. Oh, ein Vault-Koffer. Ja, den nehme ich gern. Oh, kriegen wir hier viel Geld raus. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag es, wenn wir viele Kronen gucken. Ja. Okay, ja klar, wartet. Viele. Die zündet erstmal einen Papierkorb hier an. Das ist ganz wichtig. Erstmal ein Feuerchen machen. So, ein gepanzerter Vault-Anzug. Das müsste ich eigentlich den Leuten geben, die so Designs machen. Ich glaube, der hatte Enthusiasmus. Was, wie geht... Es gibt ein paar interessante Bugs in diesem Spiel, muss ich sagen. Wie dieser gerade, wenn die Frau sich umdreht und der Flammenwerfer trotzdem noch aus dem Nichts kommt.
Abknallen, bitte. Einfach schießen. Nicht rummachen. Danke. Das Gute ist, diese Designs mag ich ja auch alle sehr gern. Entweder wir können diese Designs noch gebrauchen oder wir kriegen Haufen Geld. Mir ist beides recht. Tatsächlich mag ich die Designs mehr. Noch mehr Raider. Ich kämpfe gern gegen Raider. Immer, die haben immer Geld dabei. Auch wenn es wenig ist, man ärgert sich zwar, wenn es so unter 100 sind pro Raider, aber wir hatten auch schon mal irgendeine Vault, da hat man immer so 10, 12 gekriegt, das ist dann auch ärgerlich, aber es ist besser als nichts. Bei Red Kakerlaken und anderen Getieren musst du damit rechnen, dass du wirklich gar nichts kriegst. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich glaube schon. Ja. Oh, noch mehr Raider. Crit Damage? Nee, keiner. Crit Damage. So. Und wenn ich dann noch ein anderes LP geschafft habe, dann kann ich mich auch tatsächlich mal dran machen, mir mein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir das erste Mal ein großes Spiel aufnehmen auf von der Konsole. Ich hoffe, das klappt alles so. Super Kleber. Übrigens, Fallout 3 steht auch auf meiner Spielliste. Auch für Konsole. Habe ich schon mehrfach durchgespielt. Das ist ein super geiles Spiel. Ich wünsche tatsächlich, ich hätte mehr Zeit. Wenn ich nicht wirklich so ewig lang auf Arbeit verbringen müsste und auf dem Weg dahin und zurück, dann würde ich wahrscheinlich auch viel mehr LPs machen. Und dann wäre ich nicht mehr so abgeschlagen, wenn ich LPs mache. Komm, knall die ab. Danke. Das war unnötig. Oh, haben wir gleich zwei erwischt. Super. Wer wird zuerst schießen? Ich sag, es wird geschossen von ihr. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wer geschossen hat. Man konnte kein Mündungsfeuer sehen. Halt, halt, halt. Sachen ausräumen kann man so, aber die Leichen plündern kann man nur, wenn man da ist. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Okay, ist noch nicht mal der letzte Raum. Red Kakerlaken sollten auch kein Problem sein. Auch in dieser Zahl nicht. Oh, jetzt greift noch jeder einmal an von uns und dann haben wir's. Oh. Designs finde ich gut. Und noch einmal. Oh, die halten ganz schön was aus. Crit Damage? Oh, ich glaube, der hat beide gerüstet. Ja, der kommt nicht nochmal zum Schuss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir haben so um die 10.000 jetzt verdient. Und eine Vault-Tec-Lunchbox, die können wir dann auch gleich holen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie lange die jetzt unterwegs waren. Ich mache dann lieber erstmal die anderen Sachen. Vielleicht beim nächsten Mal noch, bei der letzten Aufnahme dann. Ich werde dann versuchen, bis zum Ende meines Urlaubs, wenn ich wahrscheinlich die nächste Aufnahme mache, ich weiß es noch gar nicht, vielleicht wird es auch eher sein, die ganzen Designs zu produzieren. Wenig Lagerplatz, das sagst du mir schon seit Ewigkeiten. Braucht das jetzt eigentlich länger? Nö, es geht, dauert genauso lange. Was für ein Sinn hat das, wenn ich mehr Leute da reinstecke? Der Enthusiasmus bringt gar nichts. Ja. Ach, ich wollte gerade sagen, 525 Stunden. Ja, das wäre ein bisschen viel gewesen. Ja. Wir kloppen jetzt wieder ein paar Missionen durch. Ich glaube, die stärkste Waffe, die ihr kriegen könnt,
ist nicht der Fatman, sondern der gehärtete Fatman. Black Dragon 165 hat nämlich einen gehärteten Fatman, hat er mir gesagt, dass er einen gefunden hat und ich glaube, der macht 25 bis 26 Schaden oder so, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall scheint das die stärkste Waffe zu sein, besser als die Minigun. Die gehärtete. Guppel, guppel, hm? Mm-mm. Wuff, wuff. Wenigstens kommt man durch die Gegner durch. Ja, so lobe ich mir das. So, noch ein paar Kronenkroken. Manchmal haben sie welche dabei, aber das lohnt sich für gewöhnlich nicht. Haben jetzt die ganze Zeit Red-Kakerlaken als Gegner. Das ist ja toll. Kann man Entspannung kaum überbieten. Man kommt ja auch in Fallout immer irgendwann an den Punkt, wo man sich denkt, ja, mein Gott, also vor allem Gegner, die am Anfangs relativ stark vorkommen, irgendwann, hau ich einfach um. Aber ich muss sagen, es ist nicht so wie bei Gothic, wo man anfangs gegen jeden Gegner extreme Probleme hat und zum Schluss der extreme Überheld ist, der alle Gegner mit einem Schlag oder so vernichtet. Oder zweien. Das haben sie in Fallout ein bisschen besser gelöst. Außer in Fallout 4. Mit dieser speziellen Vault-Waffe, die man haben kann. Wir wurden vom Goblin angegriffen. Ich bin der einzige Überlebende. Aber frag mich nicht, wie er ausgesehen hat. Ich habe mich im Schrank versteckt. Aber hinterlässt eine Spur von Fancy Let's Kürbiskrümeln. Folg einfach diese köstlichen Fährte. Wenn der Goblin so hinterlich ist, brauchen wir jede Waffe, die du entbehren kannst. Du brauchst dein Zuhause, warum kommst du nicht in unserem Vault? Diese Flitzbeam habe es echt drauf, den Goblin zu jagen. Könnt ihr uns helfen? Komm lieber zu uns. Wirklich? Ein Vault? Das ist perfekt. Ja. Ich meine, wir brauchen ihn nicht, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht zurücklassen, wenn ich ehrlich bin. Alleine in einem riesigen Vault? Stelle ich mir jetzt auch nicht so toll vor. Höchstens mal zum Ausspannen kann das angenehm sein, aber wenn man dauerhaft dann alleine den Rest seines Lebens in einem Vault ist, niemanden zum Reden hat und gar nichts, stelle ich mir das echt blöd vor. Ich glaube, immer wenn ich nach Waffen frage, die Waffen bringen eh nichts. Oh, Kohle. Oh. Hört auf euch zu wehren. Noch mehr Kohle. Die hat der Goblin nicht mal angerührt anscheinend. Es gibt ja aber auch bloß zwei Arten von Ghoulen, oder? Es gibt nur die normalen Ghoule und die leuchtenden. Was denn mit den Plündernden? Zum Beispiel. Ein Glück treffen die hier nicht, die fand ich furchtbar. Nicht vom Aussehen, aber von der Stärke waren die echt so übermäßig. Gut, keine Gegner für uns. Und gewonnen. Ich hätte natürlich gerne noch ein paar 20 Nuka-Cola-Quanten. Justin Davidson. Wahrscheinlich hätten wir irgendeine blöde Waffe gekriegt.